Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Scrap Challenges. Heute mal wieder etwas ruhiger, nur mit unseren zwei Kandidaten, dem Leon und dem Juli. Hallo. Ich glaube aber nicht, dass es ruhiger wird. Wollte gerade sagen, heute ist eher wilder. Es wird zumindest im Voice jetzt ruhiger und weniger durcheinander. Die Challenge, die ich mir für heute überlegt habe. Ihr könnt heute aufatmen. Ihr könnt ganz normal bauen. Ihr könnt heute quasi normal bauen. Mit der einzigen Bedingung, dass ihr Knöpfe zeitversetzt macht. Was machen wir? Knöpfe und Anbaugeräte müssen zeitversetzt funktionieren. Wenn ihr mal euren Inventar guckt und sucht, habt ihr einen Timer. Ich hätte gerne, dass auf jeden Knopf oder was auch immer, Schalter, der auf den Sitz verbunden wird, erstmal noch ein Timer dazwischen geschalten wird, der auf 5 Sekunden gestellt wird. Was? Kann ich eigentlich schlagen? Das heißt, wenn ihr einen Knopf drückt, dann drückt ihr den halt und es dauert 5 Sekunden, bis das die Aktion ausgeführt wird. Oh Gott. Mhm. Das ist halt die einzige Bedingung. Das werde ich natürlich auch alles überprüfen, bevor es losgeht. Okay, ich sag mal mindestens 5 Sekunden. Wenn ihr gerne 10 Sekunden Verzug haben wollt, ist euer Ding. Geht alle an eure Plätze. Ihr habt 42 Minuten Bauzeit. Alter, 40. Oh. Also, 40 Minuten Bauzeit. Ist jeder bereit? Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, los. Ich bin mal echt gespannt, was das für ein Chaos geben wird. Sie haben ja heute extra ein bisschen mehr Zeit, dass sie dann hoffentlich natürlich auch versuchen werden, mehr als einfach nur ein Fahrzeug mit 4 Rädern zu bauen. Natürlich dazwischen, also da ist ja jede Steuerung von betroffen, bis auf WASD. Das heißt, auch Schubdüsen und so weiter sind ja auch alle 5 Sekunden verzögert. Deswegen bin ich mal gespannt, ob und wie die damit klarkommen. Ja, 40 Minuten Bauzeit. Ich würde sagen, wir warten mal noch ein paar Minuten. Ich finde es echt schade. Huch, nee, das war jetzt nicht mein Ziel. Echt schade, dass man nicht den Sitz selber auch nochmal manipulieren kann. Das wäre halt echt Bombe. Wenn man WASD auch noch um 5 Sekunden verzögern könnte, weil dann, Heidewitzka, dann ist Chaos los. Das nenne ich mal einen Allradantrieb. Natürlich, was aber lang zugeschaut ist. Warum soll ich in den ersten 10 Sekunden reinkommen, warum liegt denn ein Block? Keine Ahnung. Ja, du bist jetzt ja schon 5 Minuten hier, deshalb. Ja. Warum liegt hier ein Knopf? Vielleicht noch da von noch Sachen rum. Oder von Radio Jasper rum. Simon? Ja. Aber sonst liegt hier nichts mehr rum. So, wie sieht's bei dir aus, der aktuelle Plan? Ja. Ja, okay. Ich hätte einfach gesagt Standard und dann... Ja. Vor allem mit diesen 5 Sekunden Verzug kannst du halt echt recht wenig machen. Ich werde jetzt noch Schubdüsen nach vorne machen, aber ich weiß nicht, was die bringen sollen mit so viel Verzögerung. Also wird jetzt einfach nur noch Schubdüsen dran und dann... Ja, noch ein bisschen entweder Unfallschutz oder oben auf dem Dach auch nochmal Räder. Aber ich gehe wahrscheinlich eher auf Unfallschutz. Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt, welche ich hier anschließen muss, die da. Ich muss ja den Unfallschutz auch mit 5 Sekunden einbauen. Oh. Alles, ja. Überall ein Timer, was auf den Sitz geht. Wie ich habe gerade schon gesagt, also ich finde es wäre echt Bombe, wenn man den Sitz manipulieren könnte. Warum? Dann würde ich dem auch noch 2 Sekunden Verzug geben für WASD. Ja, natürlich. Also mit Lenken. Ja. Aber das geht halt leider nicht. Ja, Gott sei Dank.
So, dann mache ich hier noch. Ich wüsste zumindest nicht wie. So. Und so. Und so. Und so. Wichtig ist bloß, dass Leon nicht wieder sein Dings da baut. Sein Dings da? Ja, sein Mini-Dings da. Ah ja. So. So, ich gehe mal wieder weg hier. Also es ist jetzt kein Wettbewerb, wer das kleinste Fahrzeug gebaut. Ach du Scheiße, ist das Ding groß. Das sieht fast aus wie so ein Teil von einer Kette. Ja, das eine ist ja auch eigentlich eher so ein Testfahrzeug gewesen. Ah ja. Als mir aufgefallen ist, dass ich ein paar Fails gemacht habe, habe ich es einfach ein neues gemacht. Ah ja. Aber wie gesagt, es ist ja auch keine Challenge hier, wer das kleinste Fahrzeug baut. Dafür gibt es keine Extrapunkte. Jawohl, jetzt ist die Kette gebrochen. Hast du denn noch irgendwie einen Plan? Ja. Was du machen willst, ja? Ich werde mir vorne einfach Rampen dran bauen, die ich runter machen kann und hoch machen kann. Oder irgendwie sowas. Oder ich mache gar nichts und fahre einfach wild rum. Okay. Und du baust damit ultraleichten Blöcken. Ja, aktuell erstmal, damit ich überhaupt ein Fahrzeug quasi habe. Und gewichtstechnisch stimme ich das dann später ab mit schweren Blöcken, die ich einfach irgendwo reinkleben werde. Okay. Wo ich das mache, ist noch ein Problem dann, aber. Aber allgemein diese flachen Blöcke, die scheinen wohl viel Popularität hier gewonnen zu haben. Die verwendet irgendwie gefühlt jetzt jeder. Ja. Zumindest tat ich dies. Auch in der letzten Folge. Naja. Ja gut, also ein bisschen Abwehr vorne, beziehungsweise zum Angreifen. Wo vorne ist, weiß ich selbst noch nicht, ehrlich gesagt. Also naja. Ach, dem noch schöne Felgen verpassen. Jawohl. Denn schon. Ja, klar. Und irgendwie noch mit Schubdüsen auch Power machen, natürlich. Das ist nämlich noch das Problem, weil wenn ich das mache, müsste ich ja entweder mit 5 Sekunden Delay machen oder über eine WASD-Steuerung. Und das geht, das weiß ich. Ich weiß noch nicht wie. Echt? Das geht? Irgendwie geht das, ja. Okay. Weiß Gott. Aber ja, Schubdüsen... So wie ich es kenne, werden normal auch mit dem Knopf bedient und sind entsprechend auch natürlich von dem Delay. Wie das aussieht. Das gefällt mir. Der liegt da in seiner Kette drin, okay. So. Bedenke nur, dass die Timer eine gewisse Größe haben. Da sind zwar nur zwei Blöcke groß, aber. Ja, das Problem ist, ich weiß ja nicht, ob ich einbauen werde auch nicht. Dann hättest du natürlich keine Vorrichtung, die du heben, senken könntest oder irgendwie Schubdüsen, um Power zu geben. Also, es sind noch 25,5 Minuten. Ja, dann lasse ich dich mal noch bauen. Houston, wir haben ein Problem. Wir sinken. Hilfe, die Titanic hat einen Felsen gerammt. Wir sinken. Oh nein. Ja, stopp, weil ich habe leider zu hoch gebaut, damit man mich nicht rausschieben kann. Ah, okay, dann damit du dich einfach... Weil das ist mir... An der Arena-Kante da verkeilen kannst, quasi. Genau, weil das ist mir in letzter Zeit dann doch zu häufig passiert. einfach rausgeschoben wurde. Und da ist es, hoffe ich, prinzipiell mal nicht so wichtig, dass es 5 Sekunden später kommt. Muss man halt gut und schnell reagieren können. Ja. Naja, ich bin jetzt aufgebockt, wa? Ja. Ah ja, okay. Ich hab den doch schon auf schnell gestellt. Geht wahrscheinlich nicht mehr. So, dann hab ich das und das und das. Ja. Hui. Ja. Ah, okay. Ja, das und das und das. Warte, was passiert jetzt? Ja. Okay. Das heißt, aktuell 4 Knöpfe.
Aber mehr möchte ich jetzt aber auch eigentlich nicht machen. Und ich sehe auf jeden Fall 1, 2, 3. Ist das ja auch noch ein Timer? Das ist eine Steuereinheit, oder? Ja, such mal. Ich müsste es ja so finden. Also, da ist die 1, da ist die 2, da geht die 3 und da geht die... Ach, der ist drunter versteckt. Ah, da. Nee. Von hinten. Von hinten, da. Da kommt man ran. Okay. Ja. Du verwendest auch die Medium-Blöcke. Ja, richtig. Sehe. Weil ich merkt, dass vor allem dieses System mit dem Schub nach unten hat Probleme mit den leichten Blöcken. Okay. Deshalb habe ich jetzt die Medium genommen und die Motoren haben eh so viel Power. Ja, sehr die gut. Muss ich die... jetzt aber... Ich muss jetzt wahrscheinlich, weil ich jetzt ja wieder Blöcke draufgebaut habe, muss ich wahrscheinlich wieder eine Stufe erhöhen. Ja, ich bin mit den Motoren eh so weit unten. Ja, also seit dem Update, mit, mit diesen komischen Sounds da vor allem. Ui, Alter. Also ich sag mal so. Angriff gefahren, ey. Eigentlich reicht's mir. Ah, wie die Reifen da umknicken beim Drehen. So, und dann gebe ich halt Schub. So. In 5, 4. Ja, so. Ah ja. Also. Ey, du hast einen Rotor gedreht. Oh. Wie auch immer du das geschafft hast. Was habe ich gedreht? Du hast die Schiffsschraube hinten gedreht, wie auch immer du das geschafft hast. Ja, das war ganz einfach. nee, ich stell sie doch nochmal eins hoch. Weil diese, ich kann es ja mal reingucken, die Motoren sind so gut wie aus. Ja, also Power haben sie auf jeden Fall, das weiß ich ja. Und vor allem, ja, jetzt pass mal auf, ich mach mal diesen Anpressdruck aus. Und dann, das bringt so viel. Ja. Dann merkst du richtig, wie schlecht die, guck mal, wie schlecht es eigentlich geht. Ja. Aber mit diesem Anpressdruck, da kannst du das Spiel irgendwie ein bisschen austricksen. 4, 3, 2, 1. Achso, okay. Nee, ich hab nicht gedrückt. Mit diesem Anpressdruck kannst du halt das Spiel so ein bisschen verarschen. Mhm. Ja. Okay. Aber schöner Kasten. Ja, was kann ich. Warte mal, ich sogar guck hier, mal sowas. Sogar hier an den Kanten mit. Mit den. Das mit musste den ich machen, damit sich das bewegen kann. Ja, oder man hätte auch einfach freilassen können. Ja, nee, das wollte ich nicht. Na gut, 15 Minuten sind es noch. Ja. Ja. Kriegen wir hin, glaube ich. Oh Gott, ich sehe schon gar nichts mehr. Kannst dich ja schon einfahren und so. Dann. Hä? Wo muss ich das jetzt verbinden? Warum baue ich eigentlich immer so klein und so viele Komponenten da rein? Das denke ich mir auch jedes Mal. Wow. Oh Gott, 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 oh Gott. Guck mal. Das war ja mal schön. Sanfte Landung. Hui. Das. Aua, es ist aber ganz schön heiß hier hinten. Hui, hui, hui. Voll lit, ne? Ja. Und weg. Jawohl. Hier geblieben. Fahrzeug außer Kontrolle geraten. Ich wusste, es abgeht wie Schmitz Katze, aber hui. Aber hui, so. Ja, also du hast noch locker 12 Minuten, um das Fahrzeug und, um dein Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen. Du hast aktuell keinen einzigen Knopf an den Sitz gefunden. Noch nicht. Aber das mache ich ja gerade. Du siehst. Aber ich sehe auf jeden Fall zwei Knöpfe, die da sind. Schalter. Zwei Schalter, sehe ja, ich genau. Die vielleicht in Knöpfe umwandeln sollte, jetzt wo du es sagst. Weil Schalter sind ziemlich dämlich. Weil vor allem halt mit 5 Sekunden, dann schaltet man sie an, dann denkt man immer dran und dann nach 5 Minuten geht's ab. Ja, stimmt eigentlich.
Und dann kriegt man es halt immer schnell genug aus. Das geht wohl in Augenblicken. Also, es sind auf jeden Fall 4 Timer verbaut. Die sind alle 4 auf 5 Sekunden eingestellt. Stimmt, so wie die Vorgabe hier auch war. Das heißt, es passt. Ja, also 10 Minuten hast du noch. Nicht vergessen, am Ende natürlich, wie immer, Fahrzeug speichern. Ach, ich wollte es einfach löschen. Ja, es ist, glaube schon genug Leuten oft genug passiert, deswegen. Uns zum Glück noch nicht, wir sind so professionell, uns wird es niemals passieren, aber ich sag's einfach nur, aus Vorsicht halber. Die Jungs haben fertig. Fuck. Juli ist hier schon ein paar Minuten rumgetanzt, Leon hat bis auf die letzte Sekunde noch was gemacht. Ich präsentiere die Kettenrampe. Und schon wieder so ein kleines Fahrzeug. Aber spitz dieses Mal. Wenn du nichts weiter zeigen willst, dann kommt Juli. Juli stellt sein Fahrzeug vor. Dasselbe Prinzip, wie meinst du, hässlich. Was hast du für eine Feuerwehrrakete hier gemacht? Warum strecken die Züge raus? Das ist das bunte Etwas. Das bunte Etwas, okay. Und du willst auch nichts weiter vorstellen? Ja, das ist halt das bunte Etwas. Okay. Gut, dann er treibt es gerne ein bisschen zu bunt. Nehme ich ganz kurz das Tool in die Hand und überprüfe hier alles. Also, es sind genau 5 Knöpfe auf. Also dann, Sie dürfen die Fahrzeuge verwenden. Sie haben den Regelcheck haben sie bestanden. Dann geht es jetzt wie immer ganz klassisch Battle mit 3 Leben. Wer jetzt 3 Leben hat, hat natürlich verloren. Draußen ist man, wenn man hier draußen den Boden berührt und in der Arena nicht mehr. Also man könnte zum Beispiel nur in der von der Position in der Arena sein, wenn man aber den Boden nicht berührt, ist man raus. Aber ich denke mal, das sind hier relativ flache Fahrzeuge hier. Das dürfte jetzt nicht so das Problem werden. Also, dann würde ich sagen, das erste Battle geht los in 3, 2, 1, los geht's. So, ganz langsam wird sich rangetastet. Es braucht erstmal 5 Sekunden Aufwärmphase. So, die verstecken sich jetzt grandios im Busch und Leon wurde rausgeschoben. Du musst eigentlich da sofort knapp. Das ist halt das Problem, wenn man ganz symmetrische Fahrzeuge baut und weiß man nicht, was vorne und hinten ist. Leon wurde ganz locker flockig von Judy rausgeschoben. Ich würde sagen, es geht los in 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Judy biegt das mal ab. Oh, Angriff von Leon, aber... Oh, wird Leon nochmal rausgeschoben und... Ich bin noch in der Arena. Er berührt den Boden. Leon steigt erstmal aus. Also die Reifen sind auf dem Boden. Und jetzt ist er aber aus. Verdammt. Gewesen. 5 Sekunden sind noch. Oh Gott! Mami, ich brauch Grip! Ui! Du brauchst Grip! So, ist jeder in seiner Ecke? Yes! Ich weiß bei Leon nicht, ob er nach Judy guckt oder schon in die Ecke und aufkippt. Aber ich würde sagen, das letzte Battle geht los in 3, 2, 1. Was macht denn der Taste nochmal? So, Judy fliegt raus in 5. Ne, warte mal, was macht denn der? Ah, oh Gott! Hört doch auf! Ich habe 4 einmal angemacht. Was macht 4 nochmal? Ach ja, stimmt. Was macht 5? Was macht 5? Ah ja, stimmt, 5 war das! LOL. Man kann durch die Piste. LOL. Okay. Das wusste ich bis gerade nicht. Man kann durch Pisten nicht fahren. Das ist ja mal eine Mega-Cheaterei. Oh nein, 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 oh
Ich hab Schubdüsen gemacht. Nein. Sind das die Schubdüsen? Ich weiß nicht, ob das die Schubdüsen sind. Nee, das sind auch nicht die Schubdüsen. Oh Gott. Ja, passt. Nein, vielleicht. Ja? Nee, was macht denn das Ding? Ja, okay. Hey, als ob die Schubdüsen waren doch drei. Hör auf, ja. Gas zu geben, du Drecksauto! Oh Gott, was macht denn das? So, nächster Angriff. In 5 Sekunden geht's los. Ich bin draußen. Nee, oh. Ich bin selbst auch noch rausgefallen. Voll, stimmt. Ja. Was bist du? Angriff! Leon steht aus der Arena raus. Dann, Ich hab zu wenig Motorpower und zu wenig, ne. Das mit zu wenig Power, das haben wir schon öfters gesehen in Scrap hier. So. Damit hat Juli ganz eindeutig gewonnen mit 3-0. Ganz klarer Sieger, der Juli. Ich hoffe, yeah. Mit 5 Sekunden Verzug konnte er sich freuen. Ja, die letzte Runde, die war hoch. Also einmal noch ein Fest zum Abschluss. So, in 5, 4, 3. Oh! Ja! Jetzt ist Judis Feuerwerkrakete auch in die Luft gegangen. Ich hoffe, euch. Der hat einen Reifen verloren! Er hat einen Reifen verloren! Er hat sogar zwei Reifen verloren! Mein Gott. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Dann ist wieder Juli der Moderator. Nee, doch. Nee, Leon. Dann ist Leon der Moderator. Bis dann. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao.